Ja, als Schwabe bin ich einigermaßen konsterniert, dass eine der besten Ideen, die ich hier auf der CMT entdecken konnte, aus Kiel kommt, aus dem hohen Norden Deutschlands. Bevor wir uns gleich mit dem beschäftigen, was ihr hier zusammenbaut, wenigstens ein Teil ist aber mit schwäbischem Know-how gemacht, ne? Ja, das stimmt. Wir haben Lieferanten hier in Leonberg zum Beispiel, was ja auch gleich um die Ecke ist. Ja. Und die haben uns schon bei wichtigen Komponenten geholfen und da auch in der Konstruktion selber so ein bisschen mit Eingriff gehabt. Ich will jetzt nicht so unbedingt unseren Namen von dem Produkt streichen, das kommt wirklich schon noch alles von uns. Ja. Aber es ist gut, wenn man Lieferanten hat, die eben auch wirklich so ein bisschen mit ihrem Know-how beiseite stehen. Und die nicht unbedingt aus Asien kommen. Und die auf jeden Fall nicht aus Asien kommen, weil wir haben zum Beispiel, was hier Blechverarbeitung angeht, was Schweißtechnik angeht und so weiter, haben wir wirklich festgestellt, dass wir hier sehr gut aufgehoben sind. Also Wir reden über Elektromobilität und über ein besonderes Konzept, das schauen wir uns gleich noch an, aber gerade weil wir Asien mal angesprochen haben, viele Produkte, die auch so aus dem Niedrigpreisbereich kommen, sind ja technisch fragwürdig, ist ja das Wort, ja, das dir einfallen würde? Oder grenzwertig von mir aus auch, ja. Also da gibt's diverse Sachen, wo es auch... Kann ich als Laie das sehen? Also grundsätzlich würde ich bei asiatischen Produkten immer darauf achten, dass wenigstens die Lagerung, dass die Bremsanlage und so weiter, dass alles richtig ausgelegt ist, dass der Antrieb irgendwann versagt. Das kann zwar passieren, muss nicht. Es gibt auch gute Sachen aus Asien, will ich gar nicht abstreiten. Aber wenn der versagt, dann passiert nicht viel. Es gibt aber wirklich Fahrzeuge, wo wirklich essentielle Teile wie was weiß ich, die Bremsscheiben und so weiter so ausgelegt sind, dass ich damit nicht mit der zugelassenen Geschwindigkeit im Straßenverkehr fahren würde. Jetzt reden wir über euer Fahrzeug, das wird gerade hierhin gezeigt. Ja. Das ist das Scuddy? Der würde ich sagen. Ja. Scuddy ist halt ein gekreuzter Name aus Scooter und Buddy. Das hat was damit zu tun, das soll der tägliche Begleiter sein. Es soll nicht nur einfach irgendein Roller sein, sondern er soll halt auch irgendwo auf das alltägliche Leben angepasst sein. Wir können ihn falten zu so einer Art Trolley. Wir haben schon gesagt, Trolley ist ein doofes Wort, aber Sackkarre ist halt ja, auch nicht besser. Man kommt sich immer vor wie eine Stewardess, wenn man Trolley hinter sich herzieht. Aber Sackkarre ist auch nicht wirklich besser. Nee, eben. Aber man kann ihn halt zusammenfalten, kann ihn dann hinter sich herziehen. Das angetriebene Rad hat keinen Bodenkontakt mehr. Somit ist es halt laut Definition der Deutschen Bahn ein Gepäckstück. Ich kann ihn einfach mit in die Bahn nehmen, sprich für Pendler ist es ein sehr interessantes Gefährt. Diese Portabilität, also dass du es mitnehmen kannst in öffentliche Nahverkehrsmittel, kannst du mal kurz zeigen, wie furchtbar lang das dauert, bis man das zusammengeklappt hat? Ja, es ist wirklich furchtbar. Grundsätzlich muss man natürlich dazu sagen, ich habe das schon zweimal gemacht, plus minus. Ne? Also ich klappe das Trittbrett nach vorne, muss hier einen Spannverschluss lösen, dann schaltet sich das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen halt auch aus. Dann kippe ich es einfach nach vorne. Ne? Jetzt muss ich die Schwinge einmal zwischen die Vorderrädern einrasten. Klack. Jetzt muss ich noch die Spur arretieren. Das habe ich somit getan. Und jetzt habe ich diese besagte Sackkarre, Trolley, wie auch immer. Kann ihn so hinter mir herziehen, kann ihn mit in Bus und Bahn nehmen. Ist halt jetzt laut Definition Gepäckstück. Und wenn ich jetzt noch die Spannverschlüsse hier löse, den Bolzen hier entferne, kann ich das ganze Fahrzeug halt zu einem Würfel falten. Und jetzt einfach verstauen, kann auch so hinstellen. Ne? Also überall, wo eine Wasserkiste hinpasst, passt auch ein Scuddy hin. Wie schwer ist es dann jetzt noch? Genauso schwer wie vorher. ich schaue kurz ab, 27,5 Kilo war das. Genau. Oder? Ja. Hast kein Gewicht weggefaltet? Nein, das kann ich noch nicht. Ich arbeite dran. Was ich machen kann, ist, ich kann den Akku rausnehmen. Das kann ich an dem Fahrzeug hier mal kurz zeigen. Das Schwarze hier ist der Akku, bei dem anderen Fahrzeug war er grün. Grün ist unsere Standardfarbe. Schwarz haben wir mit ins Sortiment genommen, weil wir haben viele Kunden aus Hamburg. Und die haben gesagt, nee, grün geht nicht, das ist Werder Bremen. Also mussten wir eine andere Farbe mit ins Programm nehmen. Ist kein Scheiß, wirklich. Das hier ist der Akku. Das Besondere an diesem Akku ist, er ist schnellladefähig. Mit dem Ladegerät hier habe ich ihn in einer Stunde vollgeladen. Das ist das Standardladegerät, was immer mit dabei ist. Das braucht 4 Stunden. Und ganz neu, wir haben ein Ladegerät, das auf 12 und 24 Volt funktioniert. Sprich auch im Camper über das Solarpanel oder während der Fahrt kann das Fahrzeug geladen werden. Und ist man sofort startklar, wenn man am Ziel ankommt. Ne? So, und wieder fertig. Ziemlich coole Idee. Jetzt hat das alles natürlich auch noch einen Preis, oder? Ja, wir haben zuerst überlegt, es zu verschenken, aber... Wirtschaftlich kein tragfähiges Modell. Nee, wir haben ja dann zum Glück nach dem Maschinenbaustudium auch noch BWL studiert und da wurde uns dann erzählt, dass das nicht funktioniert. 3.950 Euro kostet die schnelle Version mit 1.500 Watt Motorleistung und 35 km/h Spitze.
die schaffen eine 20%ige Steigung noch mit über 20 km/h. Wollte ich jetzt gerade sagen, ist das nur Norddeutschland tauglich oder können wir im bergigen Süden damit auch was anfangen? Nein, wir haben Simulationsgebäude, auch Parkhaus genannt. Da wurde dann diese Steigungsfahrt dann doch getestet. Kriegt man zwar einen Drehwurm, aber man kriegt es auch raus. Man kann sowas auch berechnen. Ja. Verrückt. Aber es funktioniert auch wirklich in der Praxis. Wir haben viele Kunden aus Österreich und der Schweiz, weil halt Skadi so eine Bergziege ist. Ne? Also mit, wie gesagt, 20 km/h bei 20%, das muss erstmal ein Roller schaffen. Also auch ein normal angetriebener Roller tut sich da schwer. Wir haben auch noch eine langsamere Variante, die hat auch einen schwächeren Motor, 1000 Watt Motorleistung, 20 km/h Spitze, darf dann ohne Helm gefahren werden, kostet dann auch 500 Euro weniger. Ist dann so ein bisschen die Einstiegsklasse oder halt für Leute, die die Geschwindigkeit einfach nicht brauchen. Ne? Ja. Gibt es sowas? Ja. Ja, doch, gibt es. Also es ist für Städtetouristik zum Beispiel, ist das sehr interessant. Viele machen da geführte Touren und bei den geführten Touren ist es den City Guides halt auch wirklich wichtig, dass die Menschen noch was sehen. Ja, und dass die Geschwindigkeit zum Beispiel auch, die fahren auch häufig sind da Segways dabei und so weiter, die können gar nicht schneller als 20 km/h. Und dann ist es blöd, wenn da Fahrzeuge mit 35 km/h zwischenspielen. Also fahren die in der Kolonne mit 20, denen reicht das. Bei den Privatkunden muss ich ganz klar sagen, fast nur schnelle. Also besonders, weil der Spaßfaktor durch die 500 Watt mehr und die 15 km/h mehr doch deutlich steigt. Und zumal da auch, war da nicht auch das Schnellladegerät noch mit drin? Wenn man hier auf der Messe kauft, ist das Schnellladegerät mit dabei. Also, es ist aber ein bisschen wie QVC gerade, Mike. Ja. Schnellladegerät ist mit drin, wenn ihr hier auf der Messe kauft. Ja, genau. Also wir haben auch noch einen Messerblock, den wir dazu... Nee. Nein. Das Schnellladegerät, das kostet 150 Euro extra. Das können wir hier auf der Messe mit dazugeben, aber auch nur, weil uns halt die Handlingkosten hier entfallen. Grundsätzlich ist es halt so, wir vertreiben direkt. Wir haben bei uns die gesamte Fertigung in Kiel, wir bauen sogar die Akkus bei uns in Kiel zusammen. Okay. Die gesamte Montage ist da, unsere Lieferanten fast alle aus Deutschland. Sprich, wir haben nicht keine Ketten dazwischen, die alle Geld verdienen wollen. Somit ist es aber auch so, dass wir in der Verhandlung da uns ein bisschen schwer tun. Weil, na gut, im Endeffekt ist das so, verschenken können wir es nicht. Mhm. Ne? Und mit 3.950 Euro bei der Qualität und bei der Leistung sind wir sehr gut auf dem Markt eigentlich positioniert. Also mir gefällt es. Das Einzige ist noch, ihr seid keine Schwaben. Also wenn ihr jetzt noch in Oberschwaben produzieren würdet. Wir haben aber viele Freunde hier, falls das hilft. Ne? Also und wir sind auch gerne hier. Ne? Und haben halt auch eine Menge Lieferanten, die wirklich hier aus dem Raum kommen. Nee, wirklich aber eine tolle Idee und ein super Gerät. Und ich wünsche euch viel Erfolg und Dankeschön für die Zeit, die ihr genommen habt. Ja, ich danke. Ja. Nicht schlecht, aber keine Schwaben.